Wir sind hier am Inspection Lot von Race Across America. Da werden beide Autos abgenommen, also das Pace Car und das Medium Car, sowie die Räder, die Helme und die Ersatzräder. Es wird überprüft, ob alles funktioniert, ob alles so passt von den Beklebungen her, von den Reflektoren auf den Rädern. Die Helme werden überprüft, die Lichter, ob man genug Ersatzbatterien dabei hat, ob die Drehlichter funktionieren, damit alles fürs Rennen dann sicher ist. Wir werden jetzt da eine Pause durchspülen. Wenn der Christoph herkommt, sozusagen, wer welche Aufgaben genau übernehmen muss. Also was macht die Wohnmobil-Crew, was macht die Dogschicht, die in der Zeit, wo der Christoph die großen Schlafpausen abhalten wird, auch im RV sein wird. Was machen die Leute aus der Nachtschicht, wie wird das Ganze ablaufen, damit wir einfach die neuen Mitglieder da besser integrieren können und schauen können, dass wir da wie immer wenig Zeit verlieren werden. Das Ganze wird so ablaufen, der Christoph wird daherkommen. Es werden dann die Aufgaben schon fix zugeteilt sein und er wird dann sogar ins Wohnmobil reinverfrachtet. Der Arzt und der Physiotherapeut bleiben bei ihm und in der Zwischenzeit kriegen alle anderen Aufgaben zugeteilt und die bleiben dann im Rennen eigentlich gleich.